Wohin wird er gefeuert? Hier hin? Okay. Man soll jetzt hier hin und sich erholen. Und dann nehmen wir uns den Bento und schicken den hier hin. Damit der sich um den Knaben kümmert. Fang ihn ab, fang ihn ab, fang ihn ab. Ja. Bento wird's machen. Ich habe volles Vertrauen in ihn. Vor allem, weil der nämlich nicht erschöpft ist, sondern der kann jetzt so richtig aus dem Vollen schöpfen und vollen Saft geben hier. Ich wollte hier noch die tolle Axt, weil ich habe nämlich zwei neue Äxte gehabt. Und die habe ich dann auch meinen Berserker da gegeben. Und die sind gar nicht schlecht. Und vor allem, was macht denn hier der Höllenhund da für Schaden gerade? Das ist ja echt Wahnsinn. Richtig cool. Yeah. Und vorbei ist der Kampf. Genau, wieder schön viele Erfahrungspunkte. Herrlich. Eigentlich bräuchten die einen Heiler. Oh, jetzt hat er sie wieder geheilt. Das ist aber auch eine Kackbratze. Jawohl. Gut, und die pennen. Das ist natürlich ein großer, großer Vorteil. Zack! Und noch, oh ja, das, oh, das war ein Meisterangriff. Sehr gut. Also, ich weiß nicht, ob sie diesen Nachteil nochmal aufholen können, weil der ist schon mal weg. Der nächste Krieg ist gleich richtig eins auf die Mütze. Ah, herrlich. Drei Level hab. Super. Super, super, super. Das war großartig. Oh Mann, die sind auch ganz schön erschöpft, fällt mir gerade auf. Das ist mir vorher gar nicht so aufgefallen. Nein, der will sich da verzwiebeln. Naja, gut. Okay, so, Bento überrascht diesen Gegner. Und die zwei pennen auch. Es ist wunderbar. Zack. Und jetzt, peitschen die Pistoles. Na, da muss er halt die Axt richten. Und den schon immer noch schlafenden Drachen weghauen. Zack. Kommt er einmal mit dem Gegenangriff. Gut, da lachen wir schnell drüber und dann brutzeln wir ihn weg. Und finish. Sehr schön. Das gibt sich auch nochmal schöne Erfahrungspunkte. Und oh yeah. Gut, das hat sich gelohnt. Gibt das wieder ein schönes Item? Hm. Da läuft er raus. Na du. Oh, oh, was ist denn das? Oh, Leute. Das wird nicht gut für uns enden. Was geht denn hier ab? Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wir haben hier eine Truppe, die viel, viel stärker ist als unsere. Ich glaube, wir verlieren und sind weg. What's going on? Oh, oh, oh. Ich verzwiebel mich danach, tatsächlich. Ich hoffe, die überleben das jetzt alle und dann verpisse ich mich. Komm schon, Kampf, du musst enden. Oh, 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 oh. Los, oh, sei vorbei, Kampf. Ja, wenn ich hier am Arsch bin, dann gehen die Kämpfe mal länger, habe ich das Gefühl. Level up, sehr gut. Mit einem Erfahrungspunkt. Oh Gott, das war ein bisschen viel jetzt. Oder kommt er da vielleicht nicht lang? Das wäre auch was. So, Dio versucht es jetzt mal.
gegen die Armee des Untergangs da. Ja, also wir werden wohl in naher Zukunft unsere Strategien und Einheiten überdenken. Warum hauen die jetzt alle auf den gleichen? Das ist nur schon wieder uncool. Oh ja, sehr gut. Das war sehr praktisch. Zack. Ja, verbrennen sie. Na, waren 35 geheilt. Das ist ja schon mal ein etwas. Zack. Zack. Ein sehr ausgeglichener Kampf. Obwohl mit gewissen Vorteilen für uns, würde ich mal sagen. Jawohl. Ja, macht gleich den Gegenangriff. Oh, können wir echt das Edel Dings da jetzt machen? Yeah! Yeah, machen wir! Okay, so. Wenn wir schon die Möglichkeit haben. Das ist nämlich so eine super Special-Attacke, die wir jetzt das erste Mal im Spiel verwenden können. Sehr praktisch. Und einer ist tot. Gut. Das hat sich doch mal gelohnt. Wenn der Kampf richtig lange dauert, dann kann man das nämlich ausnutzen, um den Gegner mal so richtig einzuheizen. Es gibt davon noch mehr als dieses eine. Das war jetzt das Feuerelement, aber es gibt ganz verschiedene Edel-Pedras oder wie die heißen. So, das Ding haben wir gecaptured. Ja, okay, jetzt ist Diktators M hier und wir haben nicht viel davon. Mann, das Blöde, dass der jetzt erschöpft ist. Jetzt mal hier hin. Jetzt geht er wieder zurück auf die Straße. Ich glaube es nicht, ey. Naja, gut. So, ist das jetzt nochmal der gleiche? Ich weiß es nicht. Ne, ist ein anderer. Soll uns recht sein. Hauen wir den weg. Oh, der hat sogar noch. Ach, stimmt. Nicht gut. War gar nicht gut. Wieso ist denn er so geschwächt? Das ist wirklich überhaupt nicht gut. Ja, heilen ist jetzt wichtig. Nach so einem Volltreffer. Oh, was? Ja, wenigstens geht er jetzt auf. Gut. Schlecht. Zack. Zack. Fireball. Und heilen bitte, genau. Könnte ruhig ein bisschen mehr sein. Naja, gut. Okay, einer ist weg. Das entschlackt die Sache schon mal. Ah, jetzt hätte ich einen Elementor nochmal machen können. Manu. Also seht ihr, ich zeige euch gleich nochmal, woran ihr das erkennt, dass ihr das machen könnt. Moment. Ach so, der will da rein in die Festung. Alles klar, ich verstehe. Ah, oh, das hier wird eine lange Mission. Ich hoffe, die bringt auch wieder richtig viel Asche. Ihr könnt das Video natürlich auch im Zeitraffer machen. Ihr könnt ja mal sagen, wie es euch am liebsten wäre. Oder soll ich verschiedene Varianten mal durchprobieren? Ich bin irgendwie ratlos, obwohl das Video seht ihr auch erst im Oktober. Denn ich drehe ordentlich vor. Also ich meine, jetzt haben wir gerade August, den 18. August. Und ihr seht das am, keine Ahnung, wie 4. Oktober. Irgendwas in der Mitte. Ja, weil ich muss ein bisschen vordrehen, weil im September habe ich überhaupt gar keine Zeit, irgendwas zu drehen und dementsprechend muss ich jetzt ein bisschen vorackern. Weil Diablo läuft ja dann auch aus erstmal im September, weil der Spooky auch im Moment gar keine Zeit hat, irgendwas zu drehen. Ach, sehr schön. Und wieder ganz viele Erfahrungspunkte. Also ihr seht, meine Charaktere sind verhältnismäßig relativ schwach, deswegen kriegen sie auch so viel Erfahrung.